Hey ho Leute, willkommen zur Aufnahmesession Nummer 2. Ja, drei Folgen habe ich jetzt in einem Stück letztens geschafft. Länger geht einfach nicht mit der VR, das ist einfach so fucking anstrengend für Gehirn und so weiter. So, neue Ausrichtung. Okay. Danke dir, danke dir, danke. Hi Hicks, ich hab dich vermisst. Okay, es ist gerade 2 Stunden her, wie ich zum letzten Mal gesehen habe, trotzdem habe ich dich vermisst. Übrigens, ich habe in der Aufnahme gesehen, weil ich das kurz runtergeschnitten und gerendert habe, um zu sehen, ob alles passt bei der Einstellung, da habe ich gesehen, dass das Bild ziemlich hell war, deswegen werden wir versuchen, kann man in der Option das Bild vielleicht dunkler stellen, weil sonst muss ich das manuell später machen. Weil es hat doch alles ziemlich hell ausgesehen. Oder wir lassen es einfach so und ich guck mal, was ihr dazu sagt, weil auf YouTube sieht man doch sowieso alles ein bisschen dunkler. Und ich habe gesehen, dass bei den Texten, die ich vorgelesen habe, also im Bestiarium oder im Votarium, je nachdem, wie ihr es nennen wollt, ich mag mal ziemlich leise geredet habe, deswegen werde ich mich bemühen, in Zukunft ein bisschen lauter zu reden. Gerade wenn ich Sachen vorlese, weil es doch ganz wichtig ist, dass man das versteht. So, was war denn unsere Quest? Ich würde vergessen. Ich bin schon gut. Versorge die Farm wieder mit Stroh. Hole die Kartoffeln vom Grobot. Okay. Hicks, wo bist du? Ich brauche dich wieder für Elektronik und so. Hey, Hicks. Hicks. Ja. Okay. Ja. Was ist das hier? Wo ist denn die Stromquelle hier? Hier gibt es keine Stromquelle, weil wir das hier oben noch nicht angetrieben haben. Ich glaube, das hier oben müssen wir reparieren und dann können wir den Strom hier unten verteilen auf die ganzen Sachen. Glaube ich, habe ich so die Vermutung. So. Aber wie kriegen wir. Was sind das hier für Teile? Wenn ich das hier dran hab. Kann ich. Gut gemacht. Gibt's davon noch mehr oder müssen wir die suchen irgendwo? Jetzt müssen wir wirklich irgendwo suchen. Hab ich gerade so das Gefühl. Können wir hier unten weitergehen? Wir können hier weiter. Okay. Scheiß auf die Quest, wir gehen hier runter. Ich hab Bock drauf. Nix, was sagst du? Ach, das ist die Flugsäure, unsere Nemesis in dieser Mission quasi. Du wirst langsam ein echter Naturforscher. Capreasaurus! Müssen wir uns durchlesen, Leute, müssen wir. So, Infotarium. Ich finde das so geil. Kreaturen! Endlich mal Dino. Ja, Caprosaurus! Ja! Animiert, wie geil! Gattung Dinosaurier. Okay, Größe 2,3 Meter, Nahrung, Pflanzenfresser, Lebensraum, Waldland, Grasland und Regenwald. Klein, zweibeinig und relativ niedlich, der Knochenkamm auf dem Kopf dient wahrscheinlich dem Anlocken eines Partners. Sein markantestes Kennzeichen ist sein kurzer Schnabel. Zwei Knochen an der Seite des Mauls, das Prämaxillare, sind zu einem verbunden. Okay. Ich weiß nicht, was ein Prämaxillar ist, aber... Obwohl, die zwei Knochen an der Seite seines Maules, das sind Prämaxillare, ne? Ja, okay. Dies stellt einen wichtigen Schritt in der Entwicklung der Dinosaurier zu den Vögeln dar. Alles klar. Ich bin kein Naturwissenschaftler oder Forscher oder keine Ahnung sowas, aber ich find's geil. Finde ich auch schön, dass sie wirklich solche Begriffe einbauen und nicht alles so kindlich machen wie bei den anderen Spielen. Das finde ich manchmal ein bisschen... doof. Ich finde das schon geil, wenn so richtig schöne kausale Begriffe hier rumschwirren. Schön, was ist das hier? Brauchen wir das? Ja, oder? Brauchen wir das andere? Komm so. Achso, den haben wir schon komplett gescannt. Hier. Scan erfolgreich. Easy. Wenn wir weiterhin natürlich alles scannen, was uns hier von der Linse läuft. Wie der hier, der gerade unter mir durchläuft. Was ist er denn? Gut gemacht. Weiter Link. Wird bearbeitet. Kann ich hier da oben eigentlich scannen? Da. Egal. Ist das so ein Teil? Kann ich nicht bewegen. Kann ich nicht bewegen, okay. Kann das nicht bewegen? Ich hab doch einen Bewegungsstrahl ausgewählt, oder? Ja, hab ich. Das kann ich irgendwie nicht bewegen, egal. Was? Wie geil.
Ja, das ist was Besonderes. Hast du vielleicht die Windturbine da oben überprüft? Schlange, wie geil. Windturbine, was? Ja, ich weiß, dass wir die reparieren sollen, Hicks. Ich bin doch schon dabei. Kein Stress hier. Nee, nicht Fortschritt. Inventarium. Kreaturen. Schlange. Gattung Tetrapodophis. Größe 1,4 Meter. Nahrung Fleischfressen. Lebensraum tropisch, subtropisch und Grasland. Die kleinen, aber gut entwickelten Gliedmaßen dieser Schlange zeigen eine deutliche evolutionäre Verbindung zwischen Echsen und Schlangen. Aufgrund ihrer Bauchschuppen, der gegabelten Zunge und ihres langen Körpers bezogen auf ihren kurzen Schwanz habe ich sie als Schlange definiert. Alles klar. Nice. Geilo, geilo, geilo. Finde ich mega. Da war schon wieder so ein Maulwurf-Gedöns. Kann ich hier weiter? Ich hab dich schon gescannt, tut mir leid. Ich kann hier nicht weiter, oder? Nee. Ich kann sicher hier in die Klippe irgendwie, oder? Ich, okay, Mann! Ich kann hier nicht weiter in die Klippe? Ernsthaft? Hier ist der Weg vorbei? Warum denn, Mann? Ich weiß nicht, ob der Weg hier vorbei ist. Ist das hier wichtig? Nee, die schmeiß ich nochmal so, ne? Ja, okay. Geht's denn hier noch irgendwie weiter? Nee, ne? Ich kann hier nicht hoch. Mann! Hier kann doch der Weg noch nicht vorbei sein. Das ist unmöglich. Da traue ich dem Spiel mehr zu. Hä? Die Ranken da oben, die sehen verdächtig aus. Oder sind die nur Deko? Das kann natürlich auch immer sein. Habe ich den gerade geworfen? Ja, geil. Okay, ich will hier in die Klippe. Ich will das sehen. Darf nicht ran. Mann! Ich will doch nur in die Klippe rangehen. Du wirst langsam ein echter Naturforscher. Ja, natürlich. Warte. Mann, ich wollte die Motte haben. Was ist das denn? Der ist neu. Bearbeitung läuft. Haben wir den schon? Okay. Alles klar. Alter, wie krass das einfach aussieht. Wie das mega. So. Wir brauchen noch 3 solche Teile. Hi, Leute. Gut gemacht. So. Nehmen wir die 3 solche Teile her. Kann man hier irgendwo noch weiter hoch oder irgendwo weiter? Oder wie ist das hier? Ist hier irgendwo noch... Es muss sein, Leute. Es muss sein. Ich glaube, das ist richtig der Sammlerwahn aus mir heraus. Das ist richtig schön. So, hier kann ich aber nirgends weiter, oder? Oder kann ich hier? Das sollte ich nicht tun. Nein, das sollte ich nicht tun. Ist das ein Nest? Was ist das für eine coole? Sollte ich auch einfach mal nach unten gehen und mich unten umgucken? Das kann natürlich auch eine Option sein. Wo kriegst du denn hier runter? Ja, Hicks, und die Windturbine kümmern wir uns noch. Keine Sorge. Alles durchscannen, das ist wichtig. Wo kriegst du denn hier runter? Hier. Quatsch. Quatsch und runter. Ich kann überhaupt von oben nichts erblicken. Muss ich schon sagen. Ich kann hier nichts erblicken. Oh, hi. Gut gemacht. Easy. Welches Schneckchen. Scan abgeschlossen. Schnecke. Hat man das nicht letztens schon? Gescannt und hinzu. Easy. Was ist das? Was ist das? Das füge ich sofort hinzu. Das darf nicht Au! Sein. Wie hätte ich mich da festhalten können? Oh Mann, ist das der Fortschritt davon? Müssen wir jetzt die Strecke nochmal scannen? Boah, das muss er doch normalerweise überleben, ich meine. Hat man irgendwo eine Lebensanzeige? Ist das so rein aus Interesse? Nee, ne? Hat man nicht sowas. Ach so, deswegen komme ich hier nicht runter, weil hier noch so ein Weg ist. Alles klar, sag mir das doch. So jetzt. Ich sehe hier wirklich nirgends so ein Teil rumschwirren, was wir da oben brauchen bei der Windturbine. Ich gucke mich ja gerade schon um. Muss Robin dazu bringen, besser darauf abzugeben. Boah. Wie mache ich das Anbauen für ein Kind interessant? Was ist das? Ich weiß, aber die Windturbine fehlt. Nix. Und die Windturbine läuft das Ganze hier nicht.
So, und weiter oben. Von wo sind wir gekommen? Von da oben, glaube ich. Glaube ich nicht. Da geht's ziemlich runter. Hier geht's ziemlich runter, sagst du? Ist doch eine Höhle. Oder sehe ich das falsch? Alter, was? Wie nah kann ich denn hier rangehen? Kann ich hier runterfallen? Bis Let's Play. Oh shit. Ich will wieder. Oh nein! 3 Tote in einer Folge! Ja! Oh, fürs Let's Play. Jetzt kann ich hier nochmal runter. Wir machen nichts mehr für das Let's Play, Mann. Was ich jetzt hatte, dich nochmal runter. Jetzt werde ich ja nochmal ausschalten. Was ist da Hicks? Ja. Hier liegt nichts rum, ich glaube, wir müssen weiter. Weil ich dachte, da oben bei den Flugsauren, wo man eine richtig geile Aussicht hätte, kann man nicht rangehen an die Klippe. Aber hier mitten im Wald, an so einem kleinen Sumpfloch, kann man rangehen. Und sogar runterfallen und sterben. Das finde ich ein bisschen uncool gelöst. So. Mal gucken. Kann man denn dann hier weiter? Oder sind wir von da gekommen? Ich habe keine Ahnung, wo wir gekommen sind. Das ist das Problem. Ich kann die da. Was ist das eigentlich? Guck uns das mal an. Das sieht so interessant aus. Was wäre das wichtig? Ja, wie ich vermutet habe. Der Grobot ist ebenfalls offline. Ach, deshalb sendet er kein Signal. Irgendetwas hat sich gegen uns verschworen. Etwas, das größer ist als wir beide. Was? Er sagt, ich kann. Was? Wir hatten Glück, einen Grobot zu finden. Wäre dieses Kerlchen nicht so eifrig, hättest du schon lange kein Essen mehr. Kann ich den noch mal hier raufsetzen oder wie ist das? Hier rüber. Das hat doch nicht so hängen da hinten. So. Okay. Ach so. Ich sehe gerade, der hat ja noch solche Handschuhe. Ach komm, Hicks, pass doch auf. Der hat ja solche Handschuhe. Und wir bei unserem Lager haben auch solche Handschuhe an der Klippe rumliegen. Vielleicht müssen wir die da noch ranpacken und dann ist die Funkscheue fertig. Besser darauf Leica? Wie mache ich das Anbauen für ein Kind interessant? Tja, Hicks. Das werden wir wohl nie herausfinden. Oder etwa doch? Was ist das hier genau? Leica, sollen wir verstecken spielen? Nein, ich will nicht verstecken. Nein. Wir können nicht mehr verstecken spielen, Hicks. Wir haben eine Mission. Da oben ist ein Loch im Fels. Auch schön. Also von da sind wir schon mal nicht gekommen. Da denke ich mir, wir sind von da hinten gekommen. Habe ich so gerade das Gefühl, so ein kurzes, kleines Gefühl. Aua. Also die Kichgene ist schon geil in der VR. Das ist schon geil. So. Sind wir von da gekommen und von da? Das ist jetzt die große Freiheitsfrage. Und kommen wir denn hier nur noch hoch? Hier ist eine Höhle. Jetzt sind wir auch von da gekommen. Keine Ahnung. Ist auf jeden Fall mega dunkel. Ach du Scheiße. Was ist das hier denn? Alter, wie geil. Du gehst. Okay, aber wir müssen später wieder herkommen und herausfinden, was mit dem Grobot ist. Ja, ist okay, aber das ist ja gerade interessant. Ich glaube, von hier sind wir gekommen, ne? Kann das sein? Sieht schon wieder so verdammt hell, das Spiel. Wie geil das aussieht. Ah, ne, von hier sind wir gekommen. Von hier sind wir gekommen. Ja, doch, von hier sind wir gekommen. Oder? Ja, Farm tot. Ja, von hier sind wir gekommen. Okay, dann wissen wir wenigstens, von wo wir hier gekommen sind. Da können wir die anderen beiden Wege gleich einschlagen. Oder war es einer? Ich weiß nicht mehr. Dann wissen wir, von hier gekommen. Dann wissen wir schon mal, wo wir nicht lang gehen werden. Durch die Höhle. Alles klar. Aber es kam mir letztens gar nicht so dunkel vor die Höhle. Oder habe ich da wieder mal gepennt? Von dieser Seite sieht es auch gar nicht mal so dunkel aus. Leica, hi. Ach, ich kann mich erinnern an die Höhle. Okay. Sieht beim Zurückgehen wohl nur ein bisschen anders aus. Der Grobot hat noch etwas Nahrung für dich. Denk dran, sie zu essen, bevor sie verdirbt. Ja, ich werde dran denken, mal zwischendurch mal was zu essen. Da geht's ziemlich runter. Das sieht schon geil aus. Wir kommen auch nicht weiter. Mann, irgendwo müssen wir doch weiterkommen. Irgendwo müssen diese Teile doch rumliegen, das gibt es doch nicht. Was gibt's denn hier oben auf der Seite? Kann ich bewegen, ernsthaft? Ja, so halt nicht, ne? Kann ich hier hoch auch, oder? So, kann ich hier. Ich kann hier doch hoch, oder? Kann ich hoch, einfach? Okay.
Jetzt wird dir angezeigt, dass ich dich bewegen kann. Ich glaube, erst wenn dieses Gravitationsgedöns aktiv ist, dann kann man das wahrscheinlich bewegen. So, hier geht es anscheinend auch noch hoch irgendwo hin. Okay. Das scheint ein Pfad zu sein, der in der Sackgasse mündet. Danke dir. Doch, wieder hier. Was ist das denn? Die bringen uns gleich über nichts. Was ist das? Was ist das für Schrott? Was ist das denn? Oh! Hatz. Was? Escala und Hudson River. Hallo, das führe ich sofort hinzu. Ja, ich lese es mir gleich durch, keine Sorge. Warte. Hey, bleib doch! Bleib doch hier! Datenumwandlung. Ja, ist okay. Ich weiß überhaupt nicht, ob das was bringt, was wir noch alles scannen, aber ich mach's einfach. Nee, das war keine Higgs-Einheit, das war Kommunikation. Das ist wieder so geil zu lesen. Ich kann auch einfach so und dann weggehen mit dem Cursor, dann wird es nicht stehen. Ah ja. Kann gar nicht weggehen. Doch, kann ich, okay. Ja, ich versuche das jetzt. Ah ja, hey, wie läuft's? Ich kann das nicht so von der Seite lesen. deine Schicht. Ich habe heute dieses irre Bild im Netz gefunden. Escala 3. Bei einer Parade am Hudson River, New York. Erde von unserem Staat. Vor unserem. Okay. Das ist so dumm zu lesen. Hätten sie das nicht anders lösen können, Mann? Ja, es läuft gut. Sogar wenn ich rede, wackelt das Teil. Ja, es läuft gut. Es geht immer weiter und wow. Ist es nicht unglaublich, dass die gesamte Menschheit hinter dieser Mission steht? Hinter uns? Das ist ein bisschen runter. Ziemlich schmeichelhaft, vor allem wenn man der Brücke über die ganze Esmeralda schaut. Ein herrlicher Anblick. Der Text war sich mal ein bisschen kürzer, finde ich gar nicht mal so schlecht bei dem Teil. okay. Das sieht aber schon geil aus. Seht doch mal das Schiff an. Geil. Das finde ich geil. Das ist nice. Okay. Hier komme ich auch nicht weiter, ne? Hi, Leica. Hicks, kannst du mal bitte. Danke. Geh mir aus der Sicht, Hicks. Was ist denn hier? Hier ist ein Nest. Ist das hin, dass ich hier bin? Oh, anscheinend nicht. Ist das Nest, das wir von oben gesehen haben? Kann das sein? Ich glaube ja. Nichts bewegen. Die Teile sind einfach nur zu schwer für uns. Wir müssen dieses Teil hier ankriegen. Aber kriegen wir nicht an, wenn wir da oben keinen Strom bekommen. Und soweit ich das gesehen habe, geht es da oben nicht weiter. Leider. Ich gehe da mal hoch, sicher. Hallo? Ach, das ist kompliziert. Ja, verkreuzt. Ups! Alter! Freestyle. Oh shit. Machst mich echt schwach. Kein Freestyle hier. Rayon. Lass das, Rayon. Jetzt bin ich hier auf dieser Ebene. Drüben komme ich. Seht ihr das da drüben? Kann man weiterklettern? Seht ihr die Pilze? Wie komme ich denn da hin? Ich komme jedenfalls nicht runter, das ist das Problem. Ich muss wieder hoch, aber da drüben haben wir auf jeden Fall irgendwas zum Weiterklettern. Ich sehe doch die Vorsprünge, die Orangen. Da geht's auf jeden Fall weiter. Alter, Leon, kein Risiko eingehen. So, hochziehen. Ja, wir fangen gleich wieder runter. Jetzt den Weg, danke. So. Wie komme ich da drüben rüber? Ich weiß, dass es da weitergeht, auf jeden Fall. Ich glaube, da können wir nur hoch, wenn wir das Teil da bewegen, oder? Wenn wir das Teil nicht bewegt haben, kommen wir da, glaube ich, nicht hoch, oder? Ne, ich glaube nicht. Oder können wir es doch hochhangeln?
weiß es nicht, Leute. Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, dass wir das Teil fortbewegen müssen. Das ist so eine Art Schlüsselposition. Dass wir dann da oben erst weiterkommen. Habe ich so das Gefühl gerade. Ne, Hicks, was sagst du dazu? Butterfly. Ernsthaft? Denk dran, sie dir im Infotarium anzusehen. Ja, ja, haben wir schon. Haben wir schon. So. Hier habe ich was übersehen. Ich habe hier was übersehen. Hicks. Darf ich? Ich kann da nicht rangreifen, das ist dumm. Ich kann ja auch nicht hochgreifen. Doch, kann ich. Okay. Klingt das was ich hier mache? Wir können hier auf jeden Fall klettern. Ich komme da doch nicht weiter rüber, das ist ein Problem. Ich kann mich hier nicht festhalten. Ich komme hier nur runter. Entschuldigung. Nee, ich komme hier nicht rüber. Es geht einfach nicht. Nee, ich komme da nicht weit genug rüber. Warte, einmal versuche ich es noch. Alter, man kommt aber ziemlich weit hoch, wenn man den Kopf richtig lang streckt. Nee, ich kann mich hier nicht festhalten. Och, du Scheiße. Nee, es geht nicht. Es geht nicht. Es ist zu wenig. Nee, so weit komme ich nicht. Nee. Nee, so weit kommen wir nicht. Den Kopf steckt in einem Objekt. Ah ja! Okay. Okay, dann fahren wir wieder runter, würde ich sagen. Ich guck mal nochmal unten, ob wir das vielleicht weiterkommen, das irgendwo wir das gesehen haben. Aber ich bin. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Notgedrungen werden wir einfach nochmal in die andere Richtung gehen. Letztes wollten wir auch Richtung Tod gehen. Da sind wir auch nicht lang gegangen. Da haben wir auch umgedreht, weil die zwei Objekte. Oder die zwei Wege von uns quasi aufgeschieden haben. Jetzt wollte ich euch ja ein bisschen noch. Ja. Noch verwehren. So, kommen wir denn jetzt weiter? Vielleicht werden wir die Teile auch woanders suchen, wo ich das gar nicht glaube. Denn es wäre ein bisschen unbeschönt. Ich weiß nicht, was wir wegkriegen. Nur nicht in diesem Augenblick. Sie kommen hier ziemlich weit. Nee, ich darf da noch nicht rein, glaube ich. Nee. Da darf man erst ran, wenn das Teil hier weg ist. Ja, glaube ich. Okay, alles klar. So. Hast du vielleicht die Windturbine da oben überprüft? Ja, habe ich. Soll ich auch mal hochgehen oder wie, Hicks? Ach komm, wenn er uns schon einen Tipp gibt, dann gehen wir auch noch hoch. Wir waren da ja noch gar nicht oben heute. Ach, Hicks. Reicht es, wenn wir da irgendwas dran pappen? Oder muss es? Und Windzeug sein. Oh fuck. Ich sollte nicht so stürmisch spielen in diesem Game. Ich sollte nicht so stürmisch spielen. Ach komm, Hicks. Das ist ein Weg. Komm, halt dich. Und hochziehen. Oder kann ich da rein theoretisch irgendwas dran kaufen? Zählt das? Flügel angebracht. Ja, der war vorher schon. Den haben wir durch die Tode haben wir den verloren. Aber kann ich da auch irgendwie andere Sachen dran pappen? Funktioniert das auch oder muss das so ein halbiertes Teil sein? Das wäre doch gut zu wissen vorher, Hicks. Ist es egal, ob wir da dran pappen oder was doch wichtig ist. Ich leg da auch sonst nichts rum.
Warte, ich guck mich hier nochmal rum, weil das kann doch nicht umsonst sein, das Gebiet hier. Kommen wir da hier irgendwo hoch? Nee, ne? Hätte mich auch gewundert. Ah, das sieht schon krass aus. Vielleicht für euch ist es wahrscheinlich ein bisschen überbelichtet, aber für mich ist es gerade ehrlich gesagt richtig geil aus. Ich will da hinten zum Schiff, verdammt. Krass aus. Die Story ist mir gerade richtig egal. Ich finde die Landschaft einfach mittlerweile einfach so krass, dass es mir komplett egal ist, was ich hier mache. Ich laufe einfach nur gerne rum mit dem Spiel. Das ist so schön. Was hat es denn damit auf sich? Das ist gern erfolgreich. Ich bin noch fix. Da kann ich nichts ausholen. Darf ich nicht? Darf ich Flugsache nicht scannen? Okay. X, könntest du mir vielleicht einen Tipp geben, wenn du so nett bist? Willst du nicht, ne? Will er nicht, der Dulli. Bringt das, dass wir das mitnehmen? Ich hoffe, das kriegt jetzt nicht ganz runter. Da ist doch eins! Ach, sind die hier nur versteckt auf diesem Hügel, oder was? Bom. Das wird echt nicht dein Herz. Will das jetzt eine Stützeljagd oder wie sieht das aus? Och, Hix, geh doch aus dem Weg! So. Komm doch du. Es dreht sich! Aber nicht weit. Nee, kann ich nicht nochmal nehmen, okay. Wir brauchen noch zwei, oder mindestens nur eins. Ist denn hier irgendwo noch eins rum, Leute? Helft doch mit zu. Wir müssen jetzt alle zusammen suchen nach dem... Da oben liegt doch eins, oder? Natürlich. Die sind ja einfach... Gut gemacht. Ja, ja. Nein! Oh, oh nee! Das ist echt nicht dein Ernst. Okay. Hier drunten liegt's. Danke dir. Ja. Gut gemacht, Rayon. Ein typischer Rayon wieder mal. Wo liegt's denn jetzt? Mann! Jetzt habe ich die Lösung und jetzt. Mann! Okay, kannst du dich freilassen. Das war's schon. Ein bisschen hältst du ja doch aus. So, wo liegt denn jetzt das Teil? Wo liegt das Teil jetzt? Das ist natürlich eine gute Frage. Mann! Leica, hilf mal suchen, bitte. Wenn ich hier irgendwo ein Gebüsch habe, dass ich es gar nicht sehe. Oh Mann! Jetzt können wir eine Schnitzeljagd machen, der Kleine. Auch schön. Hat ja auch seinen Spaßfaktor. Oder liegt es noch irgendwo ein bisschen weiter oben? Das kann natürlich auch sein. Oh. Ich gucke jetzt erst noch hier unten auf. Ich gehe einfach noch eins höher. Denn hier irgendwo bitte? Ach komm, ich kann nicht sagen, dass wir das Teil verloren haben. Ernsthaft, wo ist das Teil? Oh nee. Das ist jetzt assi. Das ist mega assi. Kann das Spiel das nicht bemerken, dass wir das verloren haben und das dann oben dann respawnen? Das wäre sehr nett von dir, Spiel. Das ist doch vorher gerade runtergesegelt. Hat er das wieder hochgepappt oder wie?
Na gut, danke, Spiel. So, brauchen wir noch eins. Alles klar. Okay, das wird wahrscheinlich dann auch hier oben sein, denke ich mir. Oder hoffe ich, ich werde mal. Können wir das nochmal hier ganz genau umsehen. Und zwar ganz genau. Irgendwo muss es sein. Dann das Gebiet hier wenigstens auch eine Daseinsberechtigung. Das ist ja auch schön. Hex, du kannst mir auch mithelfen suchen hier. Hex, geh mir aus der Bar. Da. Wir haben's. Darf ich? Ich kann da nicht näher ran. Darf ich das jetzt nehmen oder? Ja, da. Okay, okay, okay. Diesmal behalte ich es schön in der Hand und wir. Okay. Typischer Rayon. Wo ist es? Leute? Hilfe! Ich bin ein dummer Dulli. Wo ist es? Guck mal, was mache ich denn? Ach, da liegt es ja. Oh, besser geschwebt. Okay. Dann würde ich sagen, Level completed. Och komm, das wäre lustig gewesen. Dann halt nicht. Dann halt. Warte, ich muss zurückgehen und. Zack! Easy! Gut gemacht, Robin. Strom ist wieder hergestellt. An Bord der Esmeralda hättest du locker als Konstrukteur arbeiten können. Danke dir, Hicks.